Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyrean, hätte ich fast gesagt, zu Subnautica. Einen schönen guten Tag. Was habe ich denn immer mit Empyrean? Ich muss zwangsläufig noch, weißt du was, ich glaube, ich baue hier einen großen Schrank, eben, um den ganzen Krams loszuwerden. Quarz. Habe ich aber hier auch, oder? Ich will mich jetzt gar nicht so wohnlich einrichten, das ist das Problem. So viele Sachen wollte ich hier nie bauen. Warte mal, mit Q und E? Ne, mit Mausrad, ne? Ach, das haben sie aber noch nicht anders gemacht. Ah, das ist super. Ich kriege gerade das Video von dem Starterfalken. Dann gucke ich mir das nachher nochmal an. So, das muss auch nicht ordentlich sein. Nächstes Ziel wäre direkt eine Cyclops jetzt zu kriegen. Also eine, den Zyklopen zu kriegen. Das wäre jetzt direkt mein nächstes Ziel. Weil ich dann ganz gerne. Vielleicht baue ich dann noch nicht einen Pilzwald, sondern ich nehme dann ich sage jetzt trotzdem die Cyclops. Die Cyclops als schwimmende Basis und dann bauen wir aber ich will dann versuchen, in der Voidzone was zu bauen. Da habe ich ja immer noch sehr viel Lust zu. Das wäre so, mein Ding gerade. So, dann könnt ihr hier rein. Ja, deutlich mehr Platz da drin, ne? So, dann kann der ganze Dekokrams nämlich hier hin. Das ist so ganz gut, wie es ist. Und dann haben wir hier doch noch mehr Dekokrams, den wir erstmal nicht brauchen. Und die brauchen wir auch erstmal nicht. Und da haben wir noch eine Kappe und da haben wir noch ein Ei. Und was haben wir denn hier noch drin? Auch noch... Nee. Dekokrams, Dekokrams. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Tun wir mal so, als würden wir hier ein bisschen aufräumen. Das ist ja gepückelt. Das bleibt hier. Das gebe ich nicht weg. Das brauchen wir alles nicht, ne? Nochmal 100 Probenbehälter. Der kann auch weg. Als Andenken vielleicht mal noch ein Poster. Wir haben unheimlich viele Poster hier, ne? So, und dann wissen wir wenigstens, wo der ganze Krams drin ist. Das passt. Der passt da jetzt nicht mehr rein, ne? Ne, jetzt sowieso nicht mehr. Passt, passt. Dann machen wir das so. Mir gefällt das. So gefällt mir das. Also, wenn, dann machen wir es auch richtig. So, eine Energiezelle. Noch eine Energiezelle. Ach, die ist leer. Die Lehrer werden wir noch benötigen. Die Lehrer werden wir auf jeden Fall noch benötigen. Salzablagerung, Silbererz. Sortieren wir mal ein bisschen um. Salz kommt gleich zum Essen. Da mal ganz kurz eben mal ein bisschen sowas ähnliches wie Ordnung schaffen. Das kann ja auch nicht schaden. Haben wir ja lange jetzt nicht gemacht. So, und du kommst da rein. Weil ein bisschen Metall brauchen wir dann wahrscheinlich doch. So, das ist das. Das ist das. Du kommst da rein. Das kommt dahin. Und was haben wir hier noch? Ja, das ist okay. Ja, haben wir den ganzen Schrank frei, ne? Oder? Guck mal, das Energieeffizienzmodul haben wir ja auch direkt schon. Sehr schön. Das Inventar ist viel zu voll, ne? Ah,
Na, komm. Ihr kommt da raus. Ja, bestimmt mal essen müssen wir sowieso irgendwann wieder, was? Okay. Ich sag gerade unheimlich wenig, das ist sehr untypisch für meine Verhältnisse, ich weiß. Was sagt der Strom? Welcome aboard, Captain. Ah, wir haben ja noch die Energiezelle dabei. Lass uns mal eben kurz losdüsen. Was brauchen wir denn sonst noch so? Haben wir noch? Batterien haben wir noch? Ja, dann können wir noch. Ja. Uns vielleicht sicherheitshalber nur, dass uns das nicht ausgeht. Na, und man weiß nie, was passiert. So. Dann gucken wir mal nach, ob wir von der Zyklop da noch was finden. Ich habe da eben so einen dezenten Hinweis bekommen. Es könnte sein, dass beim Mountains Island was ist. Irgendwo habe ich ja eins aufgesammelt. Eins war vorne in dem Sand vor der Aurora. Aber wie still denn heute ist. Der Strom sagt, ich will einen Moonpool. Zum Aufladen der Wartezeit. Ja. Aber den Moonpool baue ich da jetzt nicht. Den kann ich da jetzt nicht bauen. Den Moonpool will ich dann. Ja, mal gucken. Wir müssen noch einen Bauplatz suchen, ne? Ich sagte, entweder am Blood Cape und dann Richtung. Richtung Void Zone. Ach, wir sind hier schon mal in den schwimmenden Inseln. Hier sind wir schon. Ah, dann können wir ja mal gucken, wo hier die Void Zone anfängt bei den schwimmenden Inseln. Vielleicht finden wir ja auch eine attraktive schwimmende Insel, die am Rande der Void Zone ist. Das wäre ja auch cool. Da unten ist ein Wrack. Ach so, klar, logisch. Auf einer der Inseln liegt ja auch eins. Wo die schwimmende Insel ist, das letzte Biom hier. Dahinter fängt irgendwo die Void Zone an. Aber wo? Ab wann fängt sie denn an? Das ist ja die Frage, die es zu beantworten gibt. Wenn wir hier schon mal sind. Boah, es geht aber weit raus da hinten, ne? Fahr ich überhaupt den. Fell! Weine! Oh, Herz! Oh, Mann! Ey! Es ist nicht lustig. Oh, ich bin ausgestiegen! Ich bin direkt aus der Motte gehüpft! Echt jetzt? Ich bin direkt aus der Motte gesprungen? Meine Güte. Die Erosionsmethode weisen auf, dass die einzelne Oberfläche schwamm. Ja, die wurden ja auch runtergezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in Richtung Blood Cape fahre oder ob ich in Richtung Leute. Das war knapp. Das war super knapp. Die wär fast kaputt gewesen. Das war aber. Die war auf 8% oder so. Glaube ich. Die Frage ist ja, ob ich hier nicht in Richtung Blood Cape fahre. Das ist jedenfalls nicht der Rand der Zone. Da geht's nach Hause. Wo ist denn hier denn der Zonenrand überhaupt? Süden.
Hä? Wo sind wir denn? Ich habe gerade überhaupt gar keinen Schimmer, wo wir sind. Gar keinen Schimmer, wo wir sind. Mehr. Nicht so richtig. Naja, okay. Gut, dann fahren wir mal Richtung Kanone. Darf ich den Clip posten? Ja, natürlich darfst du. Kannst du so. Clips kann jeder posten. Auf jeden Fall. Die Clips sind davon ausgenommen, von der Linksperre. Müsste eigentlich funktionieren. Ja. Fischhofer mit Welt spielen. Cool, mein Herr Mann. Starke Energiesignatur in der Region festgestellt. Nicht identifizierbar. In erster Linie habe ich hier doch ein... In erster Linie ist hier ein Reaper unterwegs. Auch etwas, das mir jetzt nicht so richtig zusagt. Da lang möchte ich jetzt eigentlich nicht schwimmen. Ich versuche auf der anderen Seite des Berges zu gucken. Also ich taste mich lieber von der Seite ran. In der Regel hängt der Reaper nämlich genau hier hinter irgendwie und da habe ich gerade gar keine Lust zu. Ich möchte nicht, dass der Herzinfarkt ist natürlich immer ein Titel, der zieht natürlich deutlich mehr. Ihr habt wahrscheinlich alle drei denselben Clip und einer staubt jetzt ab. Die Klicks meine ich. Was bist du denn? Was sind das? Blei. Wofür braucht man denn solche Mengen Blei? Das finde ich ein bisschen überzogen, oder? Die Menge an Blei. Ach, das ist doch bestimmt nur... Ja, dachte ich mir, das ist ein Seegleiterfragment. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Was war das denn da komisches? Habt ihr das auch gesehen? So, wir nehmen hier mal Metall mit, wenn wir schon mal hier sind. Hier werden wir sowieso brauchen gleich. Entweder um uns eine neue Motte zu bauen oder um uns... den Zündclub zu bauen. Eins von beiden wird es wohl werden. Gehe ich von aus. Wenn mich der Reaper hier in die Finger kriegt, der kann, hier kann er schon lauern. Hier könnte er schon sein. Oder der ist erst tiefer. Lass mal gucken. Vielleicht sind wir hier fündig. Hier ist ja auch so der Ausläufer. Ist ja doch nur Kusch. Was bist du? Okay. Ich kann ihn nicht sehen, ne? Also auch nicht einschätzen. Ich lauere da hinten, Lara. Ah, wenn es mal Tag werden würde, könnte man auch ein bisschen weiter gucken vielleicht. Na, das ist es nicht. Er muss irgendwo in der Nähe sein.
Der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Aua. Versteck dich. Kann man sie nicht verstecken. Ich suche doch einfach nur noch dieses Fragment, dieses eine, was mir fehlt. Es ist so scheiße dunkel hier. Wir gehen hier mal runter. Hey, auf damit. Da ist so ein Lufteinlass, Auslass. Man kann es nicht sehen. Hier ist er aber irgendwo. Aber hier gibt es auch Magnetit. Hier müsste es eventuell auch Magnetit geben. Oh, verdammt, der klang jetzt. Da ist er. Wow, der schwimmt ja wirklich am Pilzwald. Au, au, das ist nicht gut. Da muss ich mal eben raus und reparieren. Ich meine, hier gibt es auch Magnetit. Nee, ich hab ein ganz doofes Gefühl dabei. Ich muss zurück. Ich muss irgendwie weg. Ich muss irgendwie weg. Das ist, ist gerade so erfolglos. Ist das ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Oh, was ist das? Ja! Na! Echt! Ka! Wow! Wie geil! Krass! Ah, wie schick! Ach komm, lass uns doch weg hier gleich. So, okay, alles klar. Boah, was für ein... Ich dachte mir, wir schwimmen wenigstens nochmal dahin und machen ein Foto von dem Strudel da. Unglaublich! Boah! Krass! Och, Blutlücke. Das darfst du gar nicht erzählen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. So, jetzt auf nach Hause, ne? Die auf direkten Wege am besten. Ah. So, mal gucken, was wir alles für die Zyklo brauchen. Ich glaube, so wahnsinnig viele Materialien sind es ja gar nicht. Ionenergiezellen, das war's. Oder Ionenbatterien, so heißen die. Die hatte jemand von euch in den in der Zeitkapsel. Sag mal, die Zeitkapsel, die könnte überall rumliegen, ne? Oder? Die könnte jetzt hier unten direkt eine liegen, ne? Oder? Die. Da gibt es ja keine festen Orte für, ne? Oder das ist total random, ne? Hm. Die werden wohl abgeschossen, wenn man das, den Planeten verlässt. Das, wenn das so ist, dann scheint man hier nur eine einzige Zeitkapsel. Ja, liegen überall? Okay. Aha. Danke, Commander Shepard.
Ja, wenn das so ist, dann wird man ja wahrscheinlich nur eine abschicken können. Denke ich mir. Dann muss man sich mal überlegen, was man da... Was? Ich bin vielleicht knackig, aber ich bin nicht kurz. So. Ha, wie schön. Ja, dann können wir uns ja endlich am Bau unserer schwimmenden Wohnung machen. Das ist eine gute Sache. Wir kommen zwar noch nicht tief damit, aber das ist egal. Hauptsache, wir haben erstmal was. So, was brauchen wir denn so dafür? Baupläne. T-Zyklop. Plastahlbahn. Emailliertes Glas. Schmierstoff. Erweiterter Kabelsatz. Mehr nicht? Drei Plastahlbahnen? Mehr brauchen wir dafür nicht? Das ist viel zu wenig, ne? Emailliertes Glas. Da brauchen wir wie viel Zähne für? Einen, ne? Oder? Emailliertes Glas. Wo finde ich das denn? Einpirscherzahn. Wir brauchen nur... Haben die Materialien so stark runtergesetzt? Oder wie sehe ich das? Das finde ich aber krass wenig jetzt irgendwie, ne? Lithium 2. Das heißt Plattfuß 44. Plattfuß! Schön! Sein Name war Plattfuß. Schönen guten Abend, danke für den Follow. Ach guck mal, dieses Lithium haben sie aber angepasst. Dass man da jetzt doch mehr von braucht. Von dem... Naja... Wann habe ich mein Knäckebrot da gegessen? Ist mir das entgangen? Wann habe ich das denn gegessen? Wann habe ich das Knäckebrot gegessen? Ist mir gar nicht irgendwie so. Okay, ich werde einen Tappen essen. Ich werde die Folge jetzt beenden. Ich werde mich verabschieden und dann würde ich mich freuen, wenn wir... Können wir aber am nächsten Mal gucken, ob wir die Pirscherzähne finden. Da werden wir jetzt ein bisschen nach suchen müssen. Vital signs stabilizing. Und... vielleicht sollte ich mir noch mal einen Knollenbaum einpflanzen hier. Bevor ich den hier gleich ganz kaputt mache. Sowas in der Art meinte ich nämlich zum Beispiel. Und wir können auch schon mal eine Kartoffel noch mal einpflanzen. So, okay, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.